Wir fangen mit Outfit Nummer 2 an. Und zwar, hattest du jemals in deinem Leben eine Mom-Jeans an? Was ist das? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Mama wieder am Start. Hallo, lange nicht mehr da gewesen. Lange nicht da gewesen, heute für etwas ganz Spezielles da, wo ich mich sehr drüber freue. Denn ich habe mir gedacht, dass ich meine Mama einfach mal in meinen Favorite Looks umstyle. Also It-Pieces, die mich vor allen Dingen auch mit beschreiben, wo meine Mutter auch wahrscheinlich sofort sagt, das ist Sophias Outfit. Ja, das stimmt. Und bei diesem Video geht es nicht darum, dass wir irgendwie verschiedene Größen vergleichen, sondern dass wir vielleicht mal so ein bisschen den Altersaspekt mit einbeziehen. Also, wie steht ihr dazu? Kann man in jedem Alter den gleichen Look tragen? Wir beide haben jetzt 16 Jahre Unterschied. Und wie würde euch das so vorkommen, wenn sozusagen die Mutter und die Tochter den gleichen Stil haben? Ist das Ganze altersabhängig oder ist es nicht altersabhängig? Ich bin der Überzeugung, egal welches Alter, solange die Person die Ausstrahlung hat und sich in dem Outfit wohlfühlt, ist so ein cooles Outfit. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Aber du bist schon eher, dass du sagst, es ist vielleicht zu mädchenhaft verspielt, oder? Ja. Und falls ihr uns beiden noch nicht auf Instagram folgt und vor allen Dingen auch weitere Ideen, Videoideen geben wollt, vielleicht auch für uns beide, falls ihr meine Mama mal öfters sehen wollt, dann schaut sehr gerne unten auf den Instagram-Links vorbei. Wir freuen uns. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Video. Ja. Ja. Was war das denn? Was soll ich nicht sagen? Ja. Ich weiß, du hast so viel geredet. Ja. Ja, wünsche ich euch auch, wollte ich sagen. Ja, da kam nun. Ja. Wir haben uns jetzt mal hingestellt und jetzt gibt es 3 verschiedene Outfits. Natürlich hat Mama schon mal so ein bisschen was gesehen. Was sagst du erstmal so grundsätzlich? Sehr schön, mir gefallen die Farbe. Aber du weißt, von den Teilen sowas hast du aber noch nie angezogen. Ich weiß noch nicht, wie ich da drin aussehen werde. Momentan ist es ja super trendy, das sieht man ja bei ganz vielen Instagrammerinnen, so ein Kleid jetzt anzuziehen, gerade jetzt so im Übergang. Würdest du sowas überhaupt aussuchen? Nein. Hättest du niemals angezogen, habe ich recht? So, ja, dieses Kleid... Ist mir zu kalt. Zu kalt? Ja, okay, du kannst eine Strumpfhose drunter ziehen. Ach so. Layern. Hast du schon mal Leggings. Was von Schichten gehört? Ja. Nicht Leggings. Ach so. Sehr schön. Jetzt geht's weiter. Und ich habe mir gedacht, so ein Oversize-Cardigan könnte ganz nett sein. Probier mal an. Vielleicht funktioniert es damit und vielleicht sagen wir aber auch, das geht gar nicht und wir brauchen eine Bikerjacke. Du bist sehr skeptisch, ne? Ich weiß nicht, wie ich aussehe, aber ich fühle mich wie eine Oma. Okay, also du fühlst dich wie eine Oma. Ja. Würden aber viele tatsächlich so tragen. Ja, ich finde es nicht schlecht an dir. Überraschend. Gut. Besonders. Ja. Besonders, aber nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich so rum. Es ist ein anderes Style, das hätte ich selbst nicht gekauft. Ja. Aber wenn ich so schaue, dann könnte man schon so rumlaufen. Vielleicht. Ja, also wenn du jetzt jemanden auf der Straße ohne sehen würdest. Ja, also wenn, dann brauchst du halt hautfarbener, weil man muss schon den Kontrast sehen. Weil wenn es schwarz ist, dann wirken die Boots nicht mehr. Ja. Weißt du, dann ist das zu aber hautfarben. Homogen. Ich würde hautfarben nehmen. Es ist nicht so mein Style, aber ich meine, als ich vor den Spiegel stand, fand ich schon nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ich finde es auch ganz cool. Also ja, es hat Style. Was, Style. Oder? Ja. Und es trägt man momentan auch. Also es wäre etwas, wenn du das so tragen würdest, dann würde aber man sagen... Aber in meinem Alter auch. Ja, das ist genau die Frage. Das könnt ihr mal entscheiden. Findet ihr, dass das Ganze altersabhängig ist? Genau darum geht es ja heute in dem Video. Ist das Ganze altersabhängig? Sagt ihr nach Motto 25 aussehen. 16 Jahre älter geht das auch in der 16 Jahre älteren Version von mir. Kennt man das? Also ich find's cool an uns beiden. Aber wir probieren jetzt mal an dir noch einen cooleren Look aus. Und zwar zieh den Cardigan mal aus. Und zwar ist die coolere Variante, falls ihr das so ein bisschen variieren wollt, diese Art von Outfits, eine Bikerjacke. Ja, ich finde vom Schnitt müsste die ein bisschen taillierter sein, aber grundsätzlich geht das auf jeden Fall auch. So, das ist auch mal was, aber ich denke, das andere ist besser. Ist besser. So. Ja, aber ich würde auch mit einer so Jacke anziehen. Ja, oder? Dann hat man so ein paar. Aber irgendwie, wenn ich vor dem Spiegel stehe und anschaue, dann ist es so, ja, ob ich so jung bleiben möchte, aber ich will es nicht. Verstehst du? Ich weiß nicht, ob passend ist für dein Alter. Das war Outfit Nummer 1. Wir sind sehr gespannt, was ihr unten in die Kommentare schreibt. Wir fangen mit Outfit Nummer 2 an. Und zwar, hattest du jemals in deinem Leben eine Mom-Jeans an? Was ist das? Was ist das? Das habe ich ja schon fast gedacht, dass sie das sagt. Wir werden eine sehr locker geschnittene Hose, die ich ab und zu so anhabe, die ein bisschen lockerer sind. Mhm. Wir werden nämlich jetzt eine Mom-Jeans... Oh, die hatte ich in den 80ern. In den 80ern, alles klar. Ja, als ich 15 war, hatte ich sowas an.
Okay, als sie 15 warst. Und übrigens sind alle Produkte, die momentan aktuell erhältlich sind, auch unten verlinkt, falls ihr da selbst mal reinschauen wollt. Wir werden jetzt die Jeans kombinieren mit einem schönen Oversize-Pulli. Oh, das sieht schön aus. Das gefällt mir. In einer schönen Rostfarbe. Diese Rostfarbe habe ich auch vor kurzem gekauft, so als Body. Deswegen, das ist echt schön. Und ein paar coole Sneaker und eine Umhängetasche. Das war's eigentlich. Das ist für mich so mein All-Time-Favorite-Basic-Outfit. Das war's. Eine Tasche. Eine Tasche fehlt, genau, die Umhängetasche fehlt. Ich würde nämlich zu so einem Outfit, ich würde schon so rumlaufen, du weißt, wie ich rumlaufe, ne? Das passt zu mir, oder? Ja. Siehst du? So, und ich habe jetzt Umhängetaschen. Ich würde nämlich so ein bisschen eine Statement-Tasche nehmen. Ich habe mir gedacht, entweder so richtig Statement oder halt eine rote Farbe oder halt so ein Farbklecks nochmal, obwohl das Rote jetzt irgendwie doch nicht so gut mit dem Rostfarben passt. Ich finde, die passt besser. Aber, was sagst du mit so einer Umhängetasche? Ich bin immer jemand, ich mache hier so ein bisschen hoch. Ach so. Das ist hier, ja, das ist, jedes Detail muss stimmen hier. Das ist hier so. Eine Kopie von mir. Nein, ich bin die Kopie von ihr. Ich kam ja nach ihr. Hat sie eben gerade schon darauf bestanden, dass ich das sagen muss. Ich finde den Popo einfach nicht so schön. Den Popo findest du nicht so schön? Die ist hier aber auch ein bisschen groß. Die Hose ist hier ein bisschen groß, also die ist nicht so passend. Ach so. So. Findest du, dass die Mom Jeans macht keinen schönen Po? Ja, die macht halt keine runden Po. Genau. Weil es so High-Waist ist. Du bist auch nicht dran gewöhnt, High-Waist zu tragen. Nein, der macht so Birnenform mehr, ja, oder? Genau. Aber es ist ja nicht schlimm. Ja, das wäre so ein Sommerlook. Warte, ich hab noch Sonnenbrillen, die dazu passen. Sommerlook mit Rollkragen. Das ist für das Abend. Geht gar nicht. Sommerabend, dir ist kalt geworden, du musst was drüber ziehen. Das ist irgendwie zu viel des Guten. Wie steht mir das? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Look haltet. Mama, das Mom Jeans Outfit. Also. Sag was. Komm, du bist begeistert. Ich finde, das sieht toll an dir aus. Ja, danke schön. Sieht schön aus. Ja, ich will sie mal dazu bewegen, dass sie mal andere Dinge ausprobiert hat. Das nächste Outfit ist ein bisschen mutiger, sage ich jetzt mal. Noch mutiger, denkt sie sich jetzt. Hättest du auch schon alles mega entspannt. Man muss auch sagen, das hier sind Outfits, die wir ausgewählt haben, die schon vielen Leuten stehen können. Das würde ich auch tragen. Oder? So tragen. Ja, so, genau. Das würde ich so, okay, tragen. Bitte. Das wir stimmen an dieser Stelle einmal ab. Das ist meine reingesteckt Frage. Oder draußen? Reingesteckt? Bitte stimmt für reingesteckt. Das wirkt nicht. Ja, aber das ist mein Trage. Aber wenn das wirkt cooler. Wenn das Freund, hat mehr Statement. Die Pullis da rein. Ich erinnere mich an die Leute oder die Menschen, Männer, die T-Shirts wieder rein oder die Pullis wieder rein. Ja. Ich könnte sofort die rausziehen, sie sieht nicht gut. Ja, aber das sieht so aus. Cool aus, bitte stimmt ab. Nächstes Outfit. Und zwar haben wir jetzt etwas Mutigeres in Anführungsstrichen. Und zwar haben wir einmal einen schwarzen Pulli. Wow, wie mutig. Das sieht auch schön aus. Das haben wir fast gedacht. Finde. Kombiniert mit einem Rock und Overknees. Das ist mutig. Overknees. Wow, Rock. Ja, aber die Farbkombi finde ich sehr cool. Ich mag diesen Rock so als Herbstrock von den Farben her sehr, sehr gerne. Ja. Der auch passt mit super. Der Strumpf? Ohne Strümpfe. Ohne Strumpfhose. Ohne Strumpfhose. Ja, theoretisch kannst du Hautfarbe wieder anziehen. Ah. So typisch Mama. Zieh die Strumpfhose an, du frierst sonst. Mama fühlt sich wieder jung. Und? Gut. Findest du gut? Ja. Die Kombination? Sehr schön. Würdest du das tragen? Nein. Die okay, aber immerhin gefällt es dir. Weißt du was, du gehst jetzt erstmal zum Spiegel und sagst nichts. Du verkneifst dir deine Reaktion. Okay, leg los. So, ja, sehr anders. Sehr anders. Komplett anders. Aber das wäre ein Outfit, mit dem du mich sehen würdest, oder? Ja, du schon, aber ich fühle mich nicht in den Ausfällen. Nee, fühlst du den? Du fühlst dich nicht. Nein, ich finde, das ist. Was stört dich daran? Zu jung geblieben und da war ich so mit das so verspielt. Ich weiß, wie gesagt, wenn ich Mitte 20, Ende 20 oder so, Anfang 30 noch. Würde ich so laufen? Ja. Jetzt musst du aber auch dein Geheimnis lüften, wie alt du wirklich bist. Sonst versteht ja keiner, was du meinst. Ja, ich bin 41. 41. Ich werde auch 42. Aber grundsätzlich das Gesamtoutfit. Wie findest du diese Idee? Du findest es grundsätzlich schön, aber du würdest ja, es selbst nicht tragen. Selbst würde ich nicht so laufen, nein. Ja. Nein. Weil es ist einfach. Und Overknees sind zum Beispiel auch so kein Thema für dich. Nein. Ich finde, sie sieht so gut aus. Ich finde es schon erstaunlich. Wirklich? Ich finde, sie sieht. Also, seid mal ganz ehrlich. Fändet ihr das komisch, wenn ihr sie so auf der Straße sehen würdet? Würdet ihr euch denken, was hat die sich denn gedacht? Warum kleidet die sich denn so jung? Das ist, glaube ich, nämlich so die größte Frage heute überhaupt bei diesem Video, wo wir beide uns vielleicht auch ein bisschen unsicher sind. Beziehungsweise ich bin ja sowieso jemand, ich judge, also ich verurteile die Leute auf der Straße nicht aufgrund ihres Outfits.
Nein, und ich finde, das sieht. Das müssen wir Nico schicken. Ich kann doch mit Nico. So laut. Der wird, denke ich, Spiele. Wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat und wir sind sehr gespannt, welches Outfit ihr vielleicht an wem sogar am besten fandet und was ihr vor allen Dingen zu diesem ganzen Altersthema sagt. Was für ein Outfit hat dir denn am besten gefallen? Oder was würdest du jetzt tragen, sagen wir jetzt mal? Ja gut, der Jeans mit der... Ja, aber würdest du das Pulli draußen haben oder würdest du auch wirklich mal reinstecken? Ich weiß es nicht. Das ist, müsste ich mal ausprobieren, wie das ankommt. Weil ich finde, das andere kommt sehr zu Jugendliche hier. So aber es hat dich überrascht, dass dich das... Oder so? Hat dich das nicht überrascht, dass dir das steht? Ja, schon. Aber es ist, wie gesagt, es ist Gewöhnungssache, dass ich das da umstelle. Weil ich finde, ja, so wie du sagst, man soll sich nicht so an... Nicht so, so jung. Klein. Soll man oder darf man nicht? Oder muss doch, man nicht? Schon, aber ich finde, man soll auch altersentsprechend schick und gut aussehen, aber trotzdem. Ich finde, okay, wir lassen es erstmal wirken auf euch. Aber so unterschiedlich, so krass unterschiedlich ist das auch. Es ist anders, es ist anders, es wirkt anders, es macht einen anderen Typen. Du hast doch gemerkt, guck mal, du würdest die drei Outfits so unterschiedlich sehen wir nicht aus, wenn wir da tagsüber aus dem Haus gehen. Aber trotzdem wirkst du anders, wenn du sowas anhast. Ja. Kleinigkeiten ändern den Style und den Stil komplett einer Person. Ja, das stimmt. Und es entwickelt sich auch immer weiter. Also man kann nicht erwarten, dass man von heute auf morgen einen stylischen Kleiderschrank hat, weil es für euch irgendwie ein Anspruch ist, weil sie vielleicht sagt, boah, ich bin total genervt von meinem Style. Es ist immer eine Weiterentwicklung und es ist total normal, dass euch in 5 Jahren Dinge von früher auch nicht gefallen wären. Mhm. So wie die Jeans, wo du sagst, das musste ich immer tragen, als ich 15 war, ich will das nicht mehr sehen. Ja, genau. Falls euch also, wie gesagt, das Video gefallen hat, lasst dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Falls ihr nochmal das Ganze andersrum sehen wollt, dann lasst es uns auch sehr, sehr gerne wissen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und verlinken euch an dieser Stelle doch mal hier direkt das letzte Video von uns beiden, was etwas älter ist. Und ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.